Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Bei mir ist Markus Buchner vom FMF Capital Fund. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Koch. Sie haben einen Fonds jetzt aufgelegt, nachdem Sie schon über 15 Jahre in der Finanzbranche als Börsenexperte auch tätig waren. Und dieser Fonds ist vor allen Dingen auch für den Mittelstand. Vielleicht können Sie uns da ein paar Details erzählen. Ja, gerne. Und zwar beschäftigen wir uns seit 15 Jahren mit Opportunitäten. Wir nutzen Opportunitäten im Aktienmarkt oder haben Opportunitäten im Aktienmarkt genutzt und an Rohstoffmärkten. Und momentan sind wir eine sehr, sehr große Chance für uns und für unsere Anleger, eine sehr, sehr gute, stabile, konstante Rendite, sachwertbesichert mit dem deutschen Mittelstand zu generieren. Wie setzt sich diese Rendite dann zusammen und wie hoch wird die ausfallen? Die Rendite setzt sich zusammen, dass der ein mittelständischer Unternehmer einen gewissen Zins an den Fonds zahlt oder an eine Anleihe des Fonds zahlt, die fix verzinst ist. Also das heißt, wir können genau planen, welche Rendite wir mit einem bestimmten Projekt des Mittelstandes oder des Mittelständers erreichen und mit einer gewissen Gewinnkomponente. Das heißt, wenn der Mittelstand verdient oder wenn der Unternehmer verdient, verdient der Anleger, verdient der Kunde und verdienen wir. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz das Modell. Also als mittelständisches Unternehmen zum Beispiel könnte ich zu Ihnen kommen und Sie würden mir Kapital geben, weil ich vielleicht bei einer Bank kein Kapital bekommen habe oder weil ich Vorteile sehe, indem Sie mir Geld geben. Und dafür zahle ich dann einen höheren Zins als bei einer Bank. Ich würde das gerne erklären mit einem Beispiel. Wir hatten eine Anfrage und auch eine Realisierung eines mittelständischen Unternehmers beziehungsweise einer Investition im Februar diesen Jahres. Dort hat ein großer Zaunbauer einen staatlichen Auftrag und zwar konnte der mittelständische Unternehmer für die Autobahn einen Zaun bauen, diese Wildzäune, die Sie an der Seite sehen. Das war ein Auftragsvolumen von 850.000 Euro und dieses Auftragsvolumen konnte er nur realisieren, weil er einen Kredit von uns bekommen hat von ca. 250.000 Euro. Dieser Kredit war natürlich relativ hoch verzinst, das heißt, unsere Anleger bekommen eine gute Rendite, aber durch diese Investition, die wir getätigt haben, hat der Unternehmer immerhin noch einen Gewinn realisieren können von ca. 250.000 Euro, den er ohne unsere Hilfe nicht realisieren hätte können, weil er keine Bankfinanzierung bekommen hätte. Also letztendlich eine Win-Win-Situation für alle Seiten und Sie legen ja auch großen Wert auf die Sicherheiten. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jedes Investment sachwertbesichert. Auch wieder zu diesem Beispiel. Wir haben finanziert ca. 250.000 bis 280.000 Euro mit Gebühren, mit Auslagen etc. Und wir hatten von diesem mittelständischen Unternehmer eine Sicherheit von 900.000 Euro. Das heißt, dort haben wir uns Grundschulden abtreten lassen. Dort haben wir eine Zedierung der Aufträge. Dort haben wir den Fuhrpark abgetreten bekommen und eine ausgezeichnete Sicherheit, Sachwert besichert und eine tolle Rendite für unsere Anleger. Wenn ich jetzt gerne in den FMF Capital Fonds investieren würde, wie mache ich das und wie viel Geld muss ich da mitbringen? Sie können in den FMF Capital Fund können Sie investieren ab einem Monatsbeitrag von 75 Euro über eine Versicherungspolice, entweder bei der Vienna Life oder bei der Quantum, oder ab einem Einmalbetrag von 2.500 Euro ist das bereits möglich. Markus Buchner, vielen Dank für die Informationen und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.